Hallo, mijn naam is Pieter Keulen. Ik ben inhaber des Medical Training Center in Emmenbrücke und in Hoogdorf. Ik ben sportfysiotherapeut, reha- und conditionstraining. In de sportfysiotherapie is het ooit wichtig, dat man een strategie hat, een leidfaden, wo man die patiënten kunnen begeleiden vom Anfang bis Ende reha. Seit jaren arbeiten wir nach een concept, was man nennt de Rehabaum. Deze Rehabaum is ontwikkeld worden door Twan van der Goldberg, een goede vriend en hervorragende kracht- en conditionstrainer. In deze video wil ik gerne etwas meer zu deze Rehabaum erklären. Etwas zu den Zielen und Grundprinzipien der Rehabaum. Anstatt ein Konzept, schauen wir mal, wird genauestens methodisch definiert, welche Schritten jong of oud, de patiënt moest maken om weer volkomen belastbaar te worden. Middels das Rehaplan behaalt de sportfysiotherapeut zu jeder Zeit das Übersicht, wo stehe ich und womit damit verhinder ich unter- oder überbelastungen, was unerwünscht wäre. Trainiere diese Elementen, die de verletzte Sportler braucht, voor zijn sportart. Dit gleiche geldt ook voor senioren of voor leute die niet zo sportelijk zijn. We hebben vastgesteld dat die rehabouw niet nur voor de sportfysiotherapeuten grote voordelen had, weil man ganz klar ziet wat man nog machen sollte en wat man schon bereits gemacht had. Ook voor de patiënten zien we dat het ganz grote voordelen brengt, weil de patiënt genau weist, wo im Reha stehe ich jetzt? Was muss noch unternommen werden, voordat ich wieder 100% besser bin? Also, schauen wir doch den Rehabaum etwas genauer an. Ich habe hier den Rehabaum an der Wand. Was sieht man? Man sieht eigentlich, dass der Rehabaum besteht aus maximal 26 Schritten. Die 26 Schritten sind methodisch definiert. Das heißt, van unten Rehabaum, die meist leichte Trainingsformen, naar die meist hochintensiefste Trainingsformen. Man ziet hier drie Säulen: de Säule Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer. Jetzt, jede Person, die zu uns in de Reha komt, Topsportler oder Senior oder Nicht-Sportler, jeden findet seinen Weg in diese Rehabaum. So, jeden hat andere Ziele und andere Vorgaben, die er muss absolvieren, bis es zurückgeht in den Wettkampf oder bis diese Person, vielleicht der nicht so Sportler, wieder fit genügend ist für den Alltag. Wir haben sehr viel Erfolg mit dieser Rehabaum. Möchtest du mehr darüber erfahren, über den Rehabaum, du kannst dich gerne bei uns in unseren YouTube-Kanal eintragen. Da wirst du sicher mehr darüber erfahren. Und ich kann euch nur, wenn du Therapeut oder Reha-Coach bist, viel Erfolg wünschen in der Reha mit deinen Kunden. Oder wenn sie selber Patient sind, wünsche ich euch gute Gesundheit und einen guten methodischen Aufbau von ihren Möglichkeiten, sodass sie bald wieder fit sind. Besten Dank.